Also, lieber Florian, schön, dass du heute Zeit hast für uns zum Interview bereitstehst. Wir haben ja viele Unternehmer zum Thema Unternehmertum während der Corona-Phase oder Zeit interviewt. Jetzt wollen wir mal von der Politik ein bisschen so die Meinung und das Feedback hören. Tut ihr überhaupt was? Wie hat es euch betroffen, außer den ganzen Geldern? Weil man hat ja immer das Gefühl, hatte ich heute Nachmittag wieder ein Gespräch zum Thema, ja, irgendwie hat man das Gefühl, dass die im engen Zirkel Dinge entscheiden und die anderen, die im Bundestag sitzen, haben wir nicht wirklich viel damit zu tun. Ist es wirklich so? Aber fangen wir mal an mit den grundsätzlichen Fragen. Magst du dich mir bitte vorstellen und einfach mal erklären oder den Leuten sagen, was machst du denn eigentlich so in deinem Amt und ja, wer bist du? Ja, lieber Christian, erstmal vielen Dank für die Chance. Ich bin ja selber WS-Mitglied und darum freut es mich umso mehr, dass wir uns heute hier offen austauschen können in einer wirklich äußerst brisanten Zeit. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass jeder Selbstständige, jeder Unternehmer sich das letzte Jahr auch irgendwie hat anders sich vorstellen können. Das ist keine Frage. Vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin seit 2013 hier im Deutschen Bundestag, darf auch jetzt hier tatsächlich schöne Grüße aus dem Jakob Kaiser aus hier in Berlin aussenden. Ich bin tatsächlich jetzt im Bundestagsbüro. Wir haben immer wechselseitig eine Woche Sitzungswoche hier in Berlin und eine Woche dann im Wahlkreis. Bei mir ja die Region Landshut und die Region Kelheim, also auch eine der wirtschaftsstärksten Regionen Bayerns und Deutschlands, wo wir wirklich sehr, sehr stolz drauf sein können. Mein Arbeitsfeld ist tatsächlich sehr stark auch in der Wirtschaftspolitik. Ich darf selbst Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur sein. Das ist wirklich mein Herz- und Leidenschaftsthema, weil ich selbst auch eher aus dieser Maschinenbaubranche auch beruflich komme. Ich war vorher 10 Jahre beim großen Baumaschinenhersteller und aus dem Grund gab sich da wirklich viele, viele Synergien, gerade auch was den Straßenbau, was den Wasserstraßenbau, den Luftfahrtverkehr, aber natürlich auch mittlerweile sehr, sehr stark den Schienenausbau anbelangt. Da haben wir ja gerade heuer das Jahr des Schienenausbaus ausgerufen und zwischen Landshut und Plattling, nur als Beispiel, wird tatsächlich ein zweiter Schienenstrang momentan geplant, was aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist im Zulauf nach München. Und meine zweite große Hauptaufgabe seit jetzt knapp 2 Jahren ist der Haushaltsausschuss, ist ein Stück weit der Königsausschuss, weil jeder weiß, ohne Moos nichts los, ohne Geld ist keine Politik zu machen. Da bin ich jetzt mit Abstand, ja, tatsächlich in der Tat mit Abstand der Jüngste in diesem doch sehr graue Herrenausschuss, weil, wie gesagt, wenn es ums Geld geht, da, nein, das habe ich jetzt natürlich nicht gesagt, wenn es ums Geld geht, dann ist es schon oft den Spitzen vorbehalten. Mich freut, dass ich diese Chance als Junger aus der CSU auch bekommen habe. Da muss ich auch noch viel lernen natürlich. Aber ich denke schon, dass wir die ein oder andere Weichenstellung auch für unsere Heimatregion mittlerweile haben stellen können. Und gerade was im Bereich der Wirtschaftshilfen anbelangt, was ja, glaube ich, jetzt den Bund der Selbstständigen ganz besonders interessiert, da ist alles am Ende über unseren Tisch gelaufen. Da hat mir viel Einfluss auch gehabt, auch wenn ich ehrlich zugebe, ich hätte mir gewünscht, wir hätten es alles nicht gebraucht, die Unterstützungsmaßnahmen, sondern jeder hätte sein Geschäft so machen dürfen, wie es er gerne gewollt hätte. Aber natürlich ist immer das Abwägen zum einen des Menschen- und Gesundheitsschutzes und zum anderen natürlich Freiheitsrechte momentan sehr, sehr schwierig und wir, glaube ich, kommen ja da noch stärker drauf. Ja, ich glaube auch, dass jetzt nicht wirklich die Politiker zu beneiden sind, die da teilweise vielleicht auch unschöne Entscheidungen treffen müssen oder auch Dinge für sich entscheiden müssen. Du hast das ja gerade angesprochen gehabt, also Haushalt und Gelder, die ja hier in dem Fall wahrscheinlich wichtiger als denn je sind nach der Zeit, Nachkriegszeit. Und dementsprechend glaube ich, ist es auch ziemlich schwierig, wenn man die Zahlen dann so hört, was da für Summen umgehen. Obwohl ich glaube, manche, also ich weiß nicht, wie es den anderen so geht, aber teilweise schon sagen, ach, wieder mal Milliarden und da wieder mal Milliarden, also jetzt ist eh schon egal, so ungefähr, man hat eh keinen Durchblick mehr, was dann zum Schluss rauskommt. Wie war das als Nicht-Unternehmer, aber Politiker für dich, wie das losgegangen ist 2020 im März, wo dann der Lockdown ausgerufen wurde? Wie hast du den erlebt und was hat sich da bei euch getan? Wie war das da? Ja, in der Tat war das für mich jetzt ganz persönlich als eher Wirtschaftspolitiker und Ordnungspolitiker schon eine massive Umstellung. Also, dass am Ende der Staat dirigiert, der Bund und vor allem dann die ausführenden Länder, welches Unternehmen nun sein Geschäftsmodell vollziehen darf, welches nicht, das ja zu viele Debatten geführt hat, wenn jeder natürlich zu Recht gefragt hat, ja, gibt es da nicht irgendeine Ungleichbehandlung?
Beim ersten Lockdown hat man ja am Ende ziemlich wenig Diskussion gehabt, aber natürlich auch massiv wirtschaftliche Einbrüche. Bei den leichteren Lockdowns, in dem Sinn passt wahrscheinlich der Begriff auch gar nicht ganz, sondern bei den eigenen Einschränkungen, was dann später, also im Herbst oder jetzt im Frühjahr diesen Jahres im Einzelhandel, in der Gastronomie betrifft, da gibt es natürlich zu Recht die Frage, ist es nicht ungleich verteilt, die Lasten am Ende für diese Pandemiebekämpfung? Da kann ich nur sagen, ja, das kann man wahrscheinlich nie ganz von der Hand weisen, nur wir wollten halt ganz bewusst darauf verzichten, beziehungsweise das mit aller Kraft verhindern, dass wir am Ende noch stärkere wirtschaftliche Einbußen haben, noch mehr Lieferketten, Produktionsketten unterbrechen. Wir wollten am Ende immer noch einen Großteil der Wirtschaft eine Chance belassen, das Geschäftsmodell durchzusetzen. Aber am Ende hilft es natürlich demjenigen überhaupt nichts. Das ist mir völlig klar, der da betroffen ist. Und darum haben wir ein großes, massives Hilfspaket mit aufgesetzt für all diejenigen, die in der Tat letztlich aus dieser sehr misslichen Lage sich selbst nicht befreien haben können, selber gesagt haben, ich würde gerne weitermachen, aber ich darf nicht. Insgesamt 65 Milliarden setzt der Bundeshaushaltsgeber in diesem Jahr, im letzten Jahr die ähnliche Summe. Also insgesamt sprechen wir von 130 Milliarden Euro. Und Christian, du hast es richtig angesprochen, man verliert schon fast ein Stück weit das Gefühl für diese Zahlen, was gigantisch ist und was am Ende auch der Steuerzahler, am Ende jeder Einzelne von uns auch wieder erarbeiten muss. Das darf man nicht vergessen. Und gerade für mich jetzt als jüngerer Abgeordneter bin ich dann schon eher irgendwie so der unliebsame Mahner, vor allem vieler Sozialpolitiker, weil ich immer wieder sage, wir brauchen einen generationengerechten Haushalt. Am Ende muss unsere Generation, die nachfolgenden Generationen, das alles wieder reinarbeiten, das alles auch wieder erwirtschaften. Und das ist schon eine riesen Mammutaufgabe, der wir uns da alle stellen müssen. Aber dennoch war ich ein Unterstützer derer, die gesagt haben, lass uns den Betrieben helfen, denen es jetzt richtig schlecht geht. Wir haben ja die Insolvenzpflicht auch ausgesetzt. Auch das wird uns sicherlich noch massiv betreffen, wenn es alles wieder läuft, wenn man dann wirklich die Liquiditätsschwäche sieht. Ich glaube, unser Ministerpräsident, der Markus Söder, hat es mir so bezeichnet. Das ist dann, kann man sich so vorstellen, ein bisschen wie die Schneeschmelze. Also wenn dann mal der Schnee geschmolzen ist, dann sieht man, was sich darunter noch hervortut. Da haben wir uns schon auch gewappnet. Aber am Ende wird es schon noch ein sehr, sehr herausforderndes Jahr. Wir suchen viele Probleme ein Stück weit nun zu beseitigen, indem wir unterstützen. Aber mir ist völlig klar, ich bin da nicht blauäugig, dass wir da nicht alles Problem erschlagen können und vor allem auch nicht alle Liquiditätsschwächen. Und am Ende werden auch, ich sage mal, Einzelhandel in der Innenstadt womöglich auch Geschäftsmodelle nachhaltig geschädigt, wo dann vielleicht Kunden komplett auf Onlinehandel umsteigen, wo letztendlich hier Geschäftsgrundlage entzogen wird. Und das ist gerade für mich, wo ich immer noch passionierte Kommunalpolitiker als Kreisrat bei uns in der Region bin, schon ein Schlag, weil wir wollen ja unsere vitalen Markt- und Stadtkerne erhalten. Und es wäre echt sehr, sehr schade, wenn man am Ende dann durch viele Unternehmen sehr, sehr leiden oder sogar sterben sind. Kriegst du jetzt die Aussage, ist jetzt nicht persönlich gemeint, ist natürlich jetzt eher so der Blick von oben, also sprich aus der Politik, aus Berlin vielleicht, von der Vogelperspektive betrachtet. Hast du aber auch wirkliche Live-Erlebnisse oder beziehungsweise Eindrücke, wie es den Firmen wirklich geht? Kriegt ihr das mit? Also ihr, du jetzt in deinem Fall? Oder ist es eher wie ein Fädenzieher, Strippenzieher? Also hast du die Nähe zu den Unternehmen und was kriegst du da mit, wie es denen wirklich geht? Weil man muss ja aufpassen, man gibt es ja Fördermittel, die einen sagen, ja, okay, es kommt was an, es kommt nichts an, die anderen haben beantragt, haben aber so wenig Einbußen, dass das eigentlich gar nicht wirklich dann zu tragen kommt. Kriegst du da was mit? Ja, also wir haben in der Tat massiv uns in den letzten Wochen ausgetauscht. Ich biete ja immer diese digitalen Bürgersprechstunden an. Ich glaube, ich kann jetzt durch die Bank sagen, allein in den letzten 4 Wochen habe ich von Gastronomen von Vilsbiburg bis nach Riedenburg gesprochen. Also es waren locker sicherlich 10 Gastronomen. Übrigens auch nicht immer gleichlautend. Die einen verlangen komplett Lockdown und sagen, lasst es uns unter 50 Inzidenz drücken und dann machen wir richtig wieder auf. Also gerade vor allem diejenigen, die größere gastronomische Flächen haben mit Hochzeitsbetrieben etc., die sagen, ich kann keine Hochzeit planen, weil jeder natürlich sagt, ich weiß nicht, wie lange das dauert. Deshalb brauchen die Planungssicherheit. Die sagen, lasst uns lieber jetzt
komplett schließen und dann aber zu sagen, ich habe eine Planungsöffnungsperspektive ab Juni. Und dann gibt es die kleinere, den haben wir zum Beispiel Brauereigaststätten, den wir tatsächlich ganz aktuell jetzt seit, naja, knapp 4 Wochen steht die Entscheidung im Bund, nun auch helfen können, unabhängig von ihrer Brauerei Fördermittel abrufen zu können. Ich denke, das war noch ein ganz wichtiger Punkt, weil es da viele Ungerechtigkeiten auch da waren, was die Förderkulisse anbelangt, gerade vor allem den verbundenen Unternehmen. Dann hatte ich erst letzte Woche mit einem Landsunternehmen, mit einem Einzelhändler Alpenstrand, ich glaube, ich darf es das sagen, Amen. Weil die Pressemitteilung, genau, weil die Pressemitteilung schon im Umlauf ist. Klar, das ist natürlich heftig. Also bei denen, da muss man eigentlich nichts dazu sagen, wenn man am Ende in so einer Inzidenzgrenze ist, wenn am Ende nur noch Click und Collect geht, wenn man eigentlich eher im Premium-Segment unterwegs ist und jetzt viele Kunden in den Onlinehandel abspringen. Die sagen natürlich zu Recht, wir haben Sportschuhe, die will jeder noch anprobieren, das ist nur unser Glück. Also man kann nicht ganz so stark ausweichen. Aber sobald die Möglichkeit des leichten Ausweichens, die Frage des Komforts für den Kunden mit dem Onlinehandel beantwortet worden ist, dann ist es wahnsinnig schwierig, die zurückzuholen. Also ich meine, da haben wir, und dann darf ich auch nicht vergessen, mit Unternehmern unterhalten in der Größenordnung mit Drechselmeier, die völlig andere Problematiken haben, die abgebrochenen, die unterbrochenen internationalen Lieferketten monieren. Wir hatten ja die Problematik zu Beginn des Jahres, dass Tirol und Tschechien, die Tschechische Republik, ja Hochinzidenzrisikogebiete waren und damit auch teilweise die Grenzen haben schließen müssen. Auf unser Bestreben, auch von meiner Seite als Verkehrspolitiker, haben wir gesagt, wir nehmen zumindest die Logistik-Speditionsketten raus aus der Grenzschließung. Das heißt, also viele waren dann verwundert, ein Privatmann durfte nicht die Grenze überschreiten, der Lkw-Fahrer als Speditionär, der ist grenzüberschreitend tätig gewesen. Aber wir hatten halt da Prioritäten gesetzt und gesagt, lasst uns da nicht allzu viel wirtschaftlich einschneidende Maßnahmen schaffen. Auch immer mit dem Vorwurf natürlich, wir wären nicht stringent genug. Also wir stehen immer ein bisschen in der Zange. Der Unternehmer sagt zumeist, ihr seid zu streng, ihr macht zu viel. Und wenn ich gestern die Grünen und SPD und Linke und auch teilweise ja noch von anderen Parteien höre, ihr seid viel zu lasch, ihr hättet die letzte Woche schon die strengen Einschränkungen beschließen müssen. Und warum könnt ihr, O-Ton Sozialdemokraten, warum lässt ihr die Unternehmen so viel Freilauf? Ihr müsst die Homeoffice-Pflicht verpflichten, zwingend verpflichtend machen, erstens. Und zweitens, auch die Testpflicht muss sein mit Nachweis. Wir haben gesagt, das ist so bürokratisch. Erstens mal wollen wir es den Unternehmen nicht antun, sondern wir gehen davon aus, im Gegensatz zu vielen anderen Parteien, dass unsere Unternehmer sehr, sehr vernünftig sind und für das Wohl ihrer Mitarbeiter große Verantwortung schon in der Vergangenheit übernommen haben und trauen das auch den Unternehmen in der Zukunft dazu. Das ist, glaube ich, schon ein Riesenunterschied, was Vertrauen anbelangt. Und das Zweite ist diese Gängelei und noch mehr Bürokratie von diesen Riesenbürokratieberg, den wir eh schon haben. Das wollte man jetzt. Aber das war echt ein harter Kampf. Ich habe mit einem Kollegen von mir erst gestern mich intensiv unterhalten, der in der Verhandlungsrunde dabei war, unser stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Der hat gesagt, da sind wir teilweise echt mit dem Messer auf der Brust unterwegs gewesen, weil diese Gängelung von Unternehmen da immer irgendwie schon im Hinterkopf mitspielt. Ich finde das echt schade, weil ich will das jetzt auch in dem Zusammenhang sagen. Wir dürfen einfach nicht vergessen, wer unser Rückgrat unserer Leistungsgesellschaft ist. Und das sind unsere Unternehmer, das sind unsere Selbstständigen. Das sind die, die tagtäglich aufstehen, ihre Idee verwirklichen und sich nicht auf Ideen andere verlassen. Das Problem ist, Florian, es ist natürlich klar, also dass wir, denn man merkt es ja auch in der normalen, ich sage jetzt mal nicht Arbeitgeber-Umfeld oder bei den Mitbürgern, es ist halt einfach schwierig, und ich glaube vor allem auch für Politiker, auf so eine lange Strecke wirklich noch irgendwo die Leute zu motivieren, weil man ja jetzt erst einmal perspektivlos irgendwo war, jetzt mit Impfen vielleicht mehr Hoffnung hat. Aber trotzdem kann man natürlich verstehen, wie du schon selber da angesprochen hast, dass wenn man natürlich hergeht und sagt, man will viele Gesetze oder Dinge durchbringen, weil man vielleicht irgendwelche, sag ich jetzt mal, Bürger entmündigt, teilweise, wenn man das Wort überhaupt im Mund nehmen darf, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig weiß man aber auch, dass manche oder viele natürlich anderer Meinung sind als die anderen. Jeder hat eine Individuumseinstellung, jeder meint, anders umgehen zu müssen.
Und deswegen ist es auch nicht leicht, das zu machen. Und genauso ist es bei Unternehmern. Der Unternehmer sagt, du, ich bin eh der Beste und ich passe auf alles auf. Und der andere sagt aber, du, bei mir, ich vertraue jedem Mitarbeiter, lauft ohne Maske rum, der andere mit Maske. Also ich glaube, dass das wirklich ein schweres Ding ist. Aber um jetzt eine Frage noch mal kurz hinten dran zu hängen und vielleicht nur einen kurzen Statement dazu. Wie selber bist du persönlich mit dem jetzigen Verfahren oder Vorgehen der Politik jetzt zufrieden? Oder was würdest du sagen, hättest du, also welchen Pfad würdest du verfolgen? Also bist du eher so, dass man sagt, lieber alles auf einmal zusperren, einen klaren Plan? Weil es ist ja doch so, dass man sagt, dass man das Gefühl hat, das erste Jahr ist ja wirklich planlos, lassen wir auf uns zukommen, Philosophie irgendwie verfolgt worden. Also wie gesagt, bitte einen kurzen Statement. Was würdest du anders machen oder was würdest du in Kritik stellen, was vielleicht nicht so gut war oder was man hätte, deiner Meinung nach anders machen hätte können? Zwei Dinge, wahrscheinlich unter mehreren, aber zwei Dinge, die mir ganz besonders auf dem Herzen liegen und die mich ja besonders ärgern. Das erste ist, trotz des sehr schnellen Erfolgs, dass wir mehrere mittlerweile wirksame Impfstoffe haben, ist es uns nicht gelungen, die Impfproduktion in adäquatem Maße aufzubauen. Wir haben jetzt in Marburg die BioNTech-Impfproduktion jetzt eröffnet, aber jeder weiß, der in der Produktion mit tätig war, dass das nicht von heute auf morgen geht. Aber sobald wir diese Lizenzvergabe, sobald wir diese Freigabe im Dezember gehabt haben, hätten wir uns da sofort dran setzen müssen. Ich glaube, das wurde unterschätzt, dass die Impfversorgung europaweit, aber auch deutschlandweit nicht so stark war, wie wir uns das erhofft hätten. Das wirft uns jetzt im Zeitplan zurück. Der Licht am Ende des Tunnels ist erkennbar, aber man hätte dieses Licht schon oder man hätte wesentlich stärker aufs Gas gehen können, das zu realisieren, weil das aus meiner Sicht der Ausweg aus der Pandemie ist. Alle anderen Diskussionen sind immer mit viel Besserwisserei, aus meiner Sicht oft mittlerweile ausgestattet. Und jeder weiß immer noch, was man hier und da hätte besser machen müssen. Am Ende muss man es immer im Gesamtpaket sehen. Da bin ich aber auch sehr kritikfähig und habe auch vieles selbst schon kritisiert und versucht zu verbessern. Aber ich glaube, das ist erstens unser größter Punkt, unser größtes Hemmnis momentan. Wir sind jetzt gut dabei. Vorgestern wurden allein 700.000, die Zahl ist mir noch im Kopf, allein in Deutschland geimpft. Da kommen wir echt vorwärts, aber auch immer wieder mit Rückschlägen. Gott sei Dank haben wir die Verimpfung jetzt über die Hausärzte gepackt. Das war auch noch ein ganz großer und wichtiger Punkt, weil viele Patienten da viel Vertrauen haben. Und das Zweite ist die Teststrategie. Also gerade für Unternehmer, wenn wir diesen Spucktest zum Beispiel in den Schulen, bei den Unternehmern, wenn wir die schnellere Selbsttest Testungen besser, günstiger und flächendeckender verfügbar gemacht hätten. Ich glaube, dann hätten wir heute auch ganz anders über Öffnungsstrategien sprechen können, weil dann wären Impf- bzw. Ansteckungsszenarien, Ansteckungsketten auch schneller durchbrochen worden. Wir hätten jetzt dieser B-Variante, der britischen Variante, der Mutante nicht zu viel Chance gelassen. Das war sicherlich oft vielleicht in einem Entscheidungsrahmen von 4 bis 8 Wochen sicherlich nicht optimal. Wir sind jetzt auf einem besseren Weg, aber es hat uns schon, wie gesagt, nochmals 4 bis 8 Wochen gekostet. Ich sage das sehr, sehr selbstkritisch und das würde ich als großen Makel sehen. Das Impfversprechen der Bundesregierung, der Bundeskanzlerin, bis zum Sommer für jeden ein Angebot zu machen, das steht, das ist auch realisierbar. Dazu würde ich jetzt auch, also da würde ich tatsächlich mit jedem eine Wette eingehen. Es bleibt noch eine Unsicherheit. Es sind die Mutationen. Wir hoffen halt jetzt einfach, dass die jetzt bestehenden nicht noch mit weiteren Mutationen, das können ja selbst Virologen ja nicht ausschließen, noch erweitert wird und dass am Ende die Viruslast eines Geimpften auch denkbar gering ist. Das ist auch noch nicht wissenschaftlich hinreichend begründet. Da hoffe ich auch noch auf eine positive Aussage dann unserer Wissenschaftler. Am Ende sind wir da natürlich von Fachseite her sehr, sehr abhängig. Ja, ich glaube auch, dass da uns wir wirklich auf die Fachleute verlassen müssen, dass das, was da passiert, vor allem, wie du schon sagst, auf die Mutanten oder auch die Haltbarkeit der Impfung ist ja auch so ein Aspekt, weil wenn ich natürlich jetzt mal so Summe, ich kenne die aktuellen Zahlen nicht, aber wenn wir von 700.000 reden, hört sich das natürlich auf die Gesamtbevölkerung so viel an. Und wenn man dann andere Länder wie Großbritannien oder so betrachtet, sei es um welcher Art und Weise die das gemacht haben oder auch die Amerikaner, die ja hier wirklich voranziehen mit dem Impfen, ist das natürlich schon ein Aspekt. Und dann haben wir natürlich wieder die Impfgegner und die Leugner und was weiß ich denn alles, wo man wahrscheinlich niederzubringen wird. Aber da muss man dann schauen, wie man das strategisch macht. Nächste Frage, die ich hätte, ist,
Wie war es denn politisch oder wie ist denn jetzt dein Arbeiten, der Art und Weise, wie du jetzt was machst, außer wahrscheinlich, dass zu 90, mehr als 90% wahrscheinlich über Internet und Online-Sitzungen läuft. Hat sich sonst was geändert in der, oder was hat sich geändert in der Kommunikation? Ist es eher besser geworden, schneller, effektiver? Schaffst du jetzt in halber Zeit doppelt so viel, weil du nicht mehr reisen musst? Oder wie hat sich das jetzt für dich im Alltag verbessert oder verschlechtert? Christian, ja, das ist echt eine Top-Frage. Nur ganz kurz noch zum Impfen, nicht, dass ich falsch verstanden worden bin. Es waren 700.000 Impfungen pro Tag. Das heißt, das würde bedeuten, dass wir bei knapp 100 Tagen durch wären. Also wenn wir auf diesem hohen Niveau seit Beginn geimpft hätten, jetzt alles natürlich nur Wunschtraum, dann wären wir schon fast durch. Also darum wollte ich das nochmal feststellen, also Alles das gut, schon super, gigantisch ist. super. Momentan bricht es eher wieder ein wenig ein, weil Johnson & Johnson in der Zulassung ja beziehungsweise in der Auslieferung ein bisschen Probleme hat. Aber sonst, wenn das alles so laufen würde, ich will es jetzt nicht zerreden, dann sind wir schon auf gutem Weg. Deine Frage, was hat sich verändert? Massiv. Also es war wirklich für uns ein, ich glaube, da spreche ich ja für alle Kollegen jeglicher parteipolitischer Couleur, es war schon heftig, weil für uns ja am Ende die reguläre Arbeit der Projekte ja weiterlief. Also wir haben jetzt gerade momentan ein großes Förderprojekt des sogenannten Wasserstofftechnologie-Anwendezentrums, das wir im Landkreis Landshut in Pfäffenhausen implementieren möchten. Im Landkreis Kelheim habe ich eines der größten bundesweiten autonomen Verkehrsprojekte. Früher hat man Kixi gesagt. Ich glaube, das darf man jetzt nochmal sagen, weil unser Landrat Martin Neumeyer ja da das Krümelmonster verwendet hat. Und da gab es jetzt irgendwelche Rechtsstreitigkeiten. Ich habe die super empfunden und hoffe, dass man irgendwie wieder ein gutes Maskottchen für diese einzigartige Idee des autonomen Fahrens findet. Wir unterstützen es sehr stark vom Bund. Also, das sind nur zwei Beispiele von Tausenden von Beispielen. Unterstützung St. Martinskirche, Fenster, also oft bis ins Kleinteilige rein, wo der Bund selbst sagt, das ist so kostenintensiv, da gehen wir, ob das jetzt unternehmerisch ist, ob das kulturhistorisch ist, da gehen wir stärker in die Verpflichtung. Und dann kommt eine Pandemiebewältigung, auf die wir natürlich alle nicht geschult sind. Also ich würde jetzt da Sprüche reißen zu sagen, wir wären alle Chef-Pandemiebekämpfer. Ganz im Gegenteil, jeder hat eine völlig andere Sozialisierung. Ich komme jetzt eher aus dem unternehmerisch-landwirtschaftlichen Bereich, wo man vielleicht vieles wesentlich liberaler sieht, als wenn einer jetzt aus einer vielleicht ganz klassischen Arbeiterfamilie kommt. Das heißt also, diese Herangehensweise an so einer Extremsituation ist auch von uns Politikern, übrigens auch innerhalb der Partei, völlig unterschiedlich orientiert. Und aus dem Grund kann ich nur sagen, es gibt uns einen Riesenschwung in Richtung Digitalisierung. Jetzt endlich, nur als Beispiel, kommt endlich die E-Akte in der öffentlichen Verwaltung voran, wo uns die Unternehmer wesentlich weiter voran waren. Ich war völlig überrascht, ich bin ja gerade am Haus bauen und habe meine Anmeldedaten, also meine Ummeldung, meine Wohnadressummeldung gemacht. Früher war das mit einem riesen Akt verbunden, in die Gemeinde zu gehen, dreifache Unterschrift. Also wir kennen das ganze Prozedere. Dann sagt mir die mir gut bekannte Dame in der Verwaltung meiner Heimatgemeinde, nee, nee, Sie brauchen gar nicht mehr vorbeikommen. Also sagt ja du sogar, kommst, komm, wir haben eine Online-Plattform, da füllst dieses Formular aus. Dann weist du dich aus mit dem sogenannten Ausweis, mit dieser sogenannten elektronischen Ausweis-ID, die man ja mittlerweile bei der Steuervoranmeldung auch schon braucht, bei Elster. Hat einwandfrei funktioniert. Ich war selbst überrascht, dass wirklich die Identifikation gepasst hat, weil das ja nicht immer der Fall. Also nur als Beispiel, top, wir kommen endlich voran. Vielleicht 5 Jahre zu spät, aber wir kommen endlich voran. Ich glaube, das war schon ein Schub, wenn wir diese Pandemie nicht gehabt hätten. Und dass eben dieser Partei- oder Kundenverkehr nach wie vor möglich gewesen wäre, auch übrigens bei den Banken, dann hätte es uns locker noch bis 5 Jahre gedauert, bis wir so weit gewesen wären, aus meiner Sicht. Digitalisierung ist natürlich schon ein großes Thema, das Thema natürlich schon vorangepusht hat. Ich kann mich nur erinnern, wie das angefangen hat letztes Jahr, wo sie mal gesagt haben, die ganzen Politiker und die ganze Wirtschaft will uns nur zwingen, schneller digitalisieren zu wollen. Und deswegen gibt es die Pandemie eigentlich gar nicht, so die typischen Leugner, was jetzt wahrscheinlich keiner mehr sagen wird. Aber Digitalisierung ist ein großes Thema und hat uns auch, glaube ich, zum Umdenken gebracht. Weil wenn wir uns jetzt anschauen als IT-Unternehmen, wir sind zwar ITler, aber haben dem Homeoffice-Thema immer sehr kritisch gegenübergestanden, weil man sagt, ah, die Nähe zum Mitarbeiter ist nicht da, dann hast du ein Vertrauensproblem und das hat sich komplett geändert. Und ich glaube einfach, dass es vom Fachkräftemangel
schon sehr vorteilhaft ist, natürlich, weil viele auch jetzt wechselfreudiger sind, aber man hat wenigstens die Möglichkeit, auch Personal zu suchen, die nicht unbedingt im Umkreis sind. Das ist schon, hat auch Vorteile. Total. Also bin ich völlig bei dir. Du hast es sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Darum darf man nicht alles schlecht reden. Also ich meine auch übrigens, unsere Abläufe sind wesentlich effizienter geworden. Wir sind natürlich wahnsinnig viel gereist. Jetzt macht man viel auf diesen Online- und Videokonferenzen, was aus meiner Sicht projektbezogen. Also ich habe das früher auch viel gemacht, mit viel Reisen, während meiner Caterpillar-Zeit. Ich muss ehrlich sagen, was wichtig ist, vielleicht die Anbahnung des Geschäfts. Da muss man sich auch mal tief in die Augen schauen und da braucht man Vertrauen. Aber während, ich sage mal, bis zum Bergfest, bis man zur Hälfte des Projekts ist, ist es eigentlich gut möglich, viel online zu erledigen. Und natürlich in Richtung Abschluss des Projekts sollte man sich dann auch wieder in Präsenz treffen. Aber die Zwischenphase, da kann man sich echt viel Zeit ersparen und in der Zeit macht man ja viele andere Arbeiten. Was vielleicht ein Negativum ist, ich möchte es jetzt nicht ersparen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt im unternehmerischen Bereich so auffällig ist, aber bei uns vielleicht jetzt eher bei Menschen, eher die sehr stark in der Öffentlichkeit sind oder zumindest öffentlich bekannt sind. Also durch viele Online-Begegnungen hat sich der Ton ein Stück weit schon verschärft. Also es ist auch rauer geworden. Nicht, dass ich jetzt da so empfindlich wäre, aber man merkt schon, dass so bestimmte Gepflogenheiten des persönlichen Umgangs miteinander zunehmend verloren gehen. Übrigens auch bei uns in politischen Gremien. Also es wird viel mehr aufeinander oft einschlagen, was auch nicht unbedingt der Sache immer dient. Also da würde ich mir, wenn ich da jetzt einen Wunsch äußern dürfte, da würde ich mir oft ein bisschen mehr Zurückhaltung, vielleicht oft ein bisschen mehr Pragmatismus und vielleicht ein bisschen mehr, naja, jetzt möchte ich fast sagen Anstand, das hört sich jetzt so moralisieren an, aber ein bisschen anständiger miteinander umzugehen, das würde uns schon nicht schaden. Also es ist schon sehr bissig geworden mit vielen Hass und Hate Speech, wie man ja auf schön Niederbayerisch sagt. Also das ist schon Wahnsinn. Um vielleicht nochmal auf die persönliche Schiene zu kommen, wie weit hat dich das denn persönlich, unbetroffen jetzt von beruflichen Seite oder politischen Seite, verändert? Schon stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man wird nachdenklicher. Man wird in vielen Fragen, die man vorher so nicht betrachtet hat, ich habe vorher das bereits kurz angesprochen mit der Generationengerechtigkeit, Haushalt, die Fragen jetzt, die man sich ja vorher nicht gestellt hat. Ich bin ja Vater zweier kleiner Kinder. Der Große ist jetzt in der zweiten Klasse, also diese Homeschooling-Geschichte, da stellt sich zu Recht die Frage, was macht es mit den Kindern, was macht es mit deinen eigenen Nachkommen, haben die da ein Problem damit? Mein Größerer sieht es viel lockerer, die Kleine ist im Kindergarten, die Emmy, und die vermisst da schon ihre Mädels. Was macht es mit meiner Frau, die letztendlich jetzt völlig in der Doppelbelastung ist, die ist zwar jetzt nicht mehr vollständig berufstätig, macht einen Tag in der Woche, aber zwei kleine Kinder, jetzt noch diese Homeschooling-Geschichte, die sagt, also Lehrerin, das wäre nie ein Job für mich gewesen, also die ist Krankenschwester und sie sagt, das ist echt der Wahnsinn, komplette Umstellung und man muss auch selber wesentlich mehr Aufgaben dann auch wahrnehmen, weil mir, ja, Gott sei Dank, ich habe echt sehr rüstige Eltern. Und meine Frau auch noch sehr rüstige Eltern, also meine Schwiegereltern. Wir haben halt jetzt immer zu einem Engpass gekommen. Ist viel unterwegs, meine Frau unterwegs, dann haben wir halt die Kinder zu den Großeltern gegeben. Das geht jetzt auch nicht mehr so einfach. Also so typisch aus dem Privatleben, die Sorgen, die ja jeder ein Stück weit hat, mal abgesehen vom Unternehmerischen, dass man sich echt völlig umstellen und völlig anders organisieren muss. Da merkt man schon richtig, wie toll das eigentlich auch vorher war. Vielleicht ist es auch ein Stück weit Lehre aus der ganzen Geschichte, wie man vielleicht ein paar ruhige Minuten auch gemeinsam mit der Familie auch ganz anders wieder wertschätzt als vorher in dieser unglaublich hektischen Welt. Also ich meine, 2019 war ja schon auch wirklich ein heftiges Jahr. Wir hatten ja eine unserer größten Wachstumsjahre da, oder zumindest sehr stabiles Wirtschaftswachstum, sehr niedrige Arbeitslosigkeit, wenn man da von Regen in die Traufe kommt fast. Ja. Das heißt jetzt aber trotzdem, dass du eigentlich, wenn ich es richtig entnommen habe, schon mehr Zeit für die Familie hast und eventuell, also so geht es mir, auf jeden Fall mehr zu schätzen weiß, das Leben zu leben und vielleicht auch ein bisschen entschleunigter, weil das höre ich ganz oft, ich bin jetzt entschleunigter, ich merke es auch bei den ganzen BDS-Veranstaltungen, so nach dem Motto, jetzt ist 17, 18 Uhr, auf Nacht mache ich nichts mehr, da gibt es nur noch Familie, Essen und irgendwie Entspannung. Zu Hause natürlich die meisten. Und früher war es ja immer so, da hat man irgendwie den ganzen Tag nichts anderes gemacht und dann am Abend nochmal auf eine Veranstaltung dorthin, dort nochmal zu einem Vortrag und dahin. Das hat sich alles schon sehr komprimiert auf den Tagesablauf
eingespielt. Arbeit ist Arbeit. Ehrenamt mache ich am besten auch noch während der Arbeitszeit. Und nach der Arbeitszeit gibt es dann nur noch Familie. Und wenn man vielleicht für Hobbys irgendwie noch Zeit bleibt, je nachdem, was man für Hobby hat. Ist das für dich auch so? Ja, leidlicherweise nicht ganz so. Ich würde es mir manchmal wünschen. Also ich würde, wenn ich jetzt vergleiche mit von 2013 bis 2019 in den Jahren vorher, dann hatte ich sicherlich nicht mehr Zeit für die Familie. Das mag in der Tat sein. Das liegt aber zwangsläufig daran, dass dann jemand tatsächlich auf die Kinder aufpassen muss, was ich jetzt echt wahnsinnig schätze. Was sonst die Zeit anbelangt, rein berufstechnisch, ob ich jetzt entschleunigter wäre, das würde ich gar nicht mal sagen, das ist ein Stück weit andere Arbeit, weil nämlich das Kommunikationsbedürfnis unserer Bürgerinnen und Bürger schon massiv ist. Also ich meine, das E-Mail-Aufkommen in meinen Postfächern hat sich mittlerweile verdreifacht. Allein jetzt zu dem Infektionsschutzgesetz am Montag, es ist irre, ich glaube, fast 500 unbeantwortete E-Mails noch jetzt in meinem Postfach, die jetzt alle abgearbeitet werden müssen. Also meine Mitarbeiter sagen auch, sie haben in diesem einen Jahr Pandemie so viele E-Mails beantwortet, wie in den 7 Jahren zuvor nicht. Also es ist schon irre, es hat sich völlig verändert natürlich. Vorher hat man viele Veranstaltungen organisiert, ist man natürlich rausgegangen, hat man viel so veranstaltungstechnische Dinge, einfach Orga-Dinge organisiert. Und jetzt geht es halt um viel um Beantworten, um viel um schriftliche oder mündliche Kommunikation. Ein Beispiel, bei mir läuft ja die Sitzungswoche ganz regulär ab. Also entgegen oft medialer Einlassungen von Zeitungen oder von Fernsehsendern, die sagen, ja, was machen die Bundestagsabgeordneten? Also wir haben komplett gleichen Sitzungsplan, da hat sich auch nichts verändert, vielleicht, dass einmal ein Präsenzsitzungstag rauskommen wird. Das heißt für mich eh schon schwierig, weil da bin ich die komplette Woche weg von der Familie. Dann versucht man natürlich dann in einer Wahlkreiswoche mehr für die Familie zu haben. Das ist für uns eigentlich eh total beziehungsschädlich, unser Leben. Das muss ich ganz offen zugeben. Also da braucht man echt eine starke Frau im Hintergrund, die ja dann wirklich das Familienleben organisiert. Und zu Hause, ich habe jetzt letzte Woche ja die Wahlkreiswoche, Wahnsinn, jetzt mittlerweile jagt eine Videokonferenz die andere, weil es jetzt natürlich einfach geht. Und jeder sagt, ja, du wirst doch eine Stunde mehr Zeit haben. Aber 8-mal so eine Videokonferenz am Tag bedeuten ja dann auch 8-9 Stunden. Ja, klar. Das ist genau der Punkt, da bei meinen Kindern bekomme ich da nicht unbedingt viel Verständnis dafür. Der sagt, was macht der Papa über gerade auf einem Laptop? Ist der denn so interessant? Also das ist immer schwierig. Darum ist ein bisschen zweischneidig, aber ich will jetzt auch nicht jammern. Den Job habe ich mir ja selbst ersucht. Ja, aber witzigerweise ist das jetzt mal so wirklich ein wirklicher großer Unterschied zwischen vielleicht Unternehmern im wirtschaftlichen Sektor und einem Politiker. Weil der Politiker, ja klar, wenn man das mal so überlegt, der muss sich ja mehr Leid oder mehr Anregungen, mehr Kritik anhören, jetzt durch diese Pandemie und durch die Problematiken. Und der Unternehmer kann, wenn es schlecht bei ihm läuft, fährt er natürlich noch weiter zurück, weil er weniger Aufträge hat. Wenn die Aufträge gleichbleibend ist, kann er ja trotzdem nicht mehr machen als vorher, wenn es vielleicht schon gewohnt ist. Aber bei dem prallen oder kommen natürlich nicht jetzt nur, weil er irgendwo Webseiten macht oder irgendwelche Software einführt, macht er trotzdem seinen Job. Und es ist nicht so, dass mich dann gleichzeitig noch 100 Leute anrufen und sagen, ich habe ein Problem mit Corona. Betrifft uns ja, sage ich jetzt mal, auf der Schiene nicht. Wie denkst du jetzt, wenn du jetzt sagst, außer jetzt das mit Impfen und Testen, was ein Thema ist, wie glaubst du geht es nächstes Jahr weiter? Wird uns das, wie es Frühjahr- und Winterimpfungen unser Leben lang begleiten? Und was wird passieren, wenn die Insolvenzgeschichte aufgehoben wird? Beziehungsweise, was glaubst du, was uns da auf uns zurollen wird? Bitte relativ kurz halten, wenn es geht. Wir sind ein bisschen mit der Zeit drüber, weil sonst sprengen wir den Rahmen so krass. Also, ist jetzt, wie gesagt, weil ich hätte da noch 2 Fragen, dass wir da vielleicht irgendwie ein Statement von dir zu bekommen, bitte. Nee, kann ich ganz kurz machen. Also was das Impfen anbelangt, also da sehe ich eine gute Perspektive ab Sommer. Ich bleibe da wirklich dabei, auch wenn mir jetzt vielleicht manche zu optimistisch halten. Das Impfangebot steht seitens der Bundesregierung. Wir legen alles daran, also wir sind ja haushalterisch daran verpflichtet, auch die Kostenseite zu übernehmen. Das ist unter Dach und Fach, Gott sei Dank, da haben wir auch vorgesorgt, auch gut vorgesorgt, auch mit dem Pandemiefonds. Und das Zweite, du meinst, von den Öffnungsstrategien war das noch, oder? Wie es im nächsten Jahr weitergeht. Wie du das siehst, wie es da weitergeht, weil ich habe gemeint, mit Impfen, früher Herbst, glaubst du auch, dass uns das jetzt, sag jetzt mal, wie eine normale, sag jetzt mal, 5-, 8-fach, 6-fach Impfung weiter begleiten wird und das ein, ich sage es immer, ein Zusatzimpfstoff werden wird, wie eine Sommer- oder Wintergrippe? Ja, genau so sehe ich das in der Tat. Also ich meine, wenn sich die Immunisierung wirklich hält,
dann wäre das für den Körper ja genial. Das ist zwar ähnlich wie bei einer Grippemutante, aber wenn man dann Grippeschutzimpfung hat, dann ist man da auch mal wesentlich schwächere Verläufe und es würde uns ja massiv was bringen. Also ich sehe das schon auch so, dass das im allgemeinen Impfangebot implementiert wird. Man sieht jetzt ja, dass man da Riesenskaleneffekte hat, auch was die Impfstoffherstellung anbelangt, dass das jetzt kein großer Act mehr ist, dass das kein großer Preis mehr ist. Man hat da ein riesen Lack of Knowledge, wie man so schön sagt, also echt eine Wissenslücke gehabt, die man jetzt zunehmend schließt. Und damit werden wir auch damit umgehen können. Wir werden, das glaube ich, muss uns allen klar sein. Also es sagt jetzt jeder Wissenschaftler, ich bin ja kein Mediziner, darum will ich mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber jeder Mediziner sagt uns, wir werden lernen müssen, mit diesem Virus zu leben. Wir werden die nicht komplett ausrotten, sondern wir werden das Menschenmögliche dafür tun, dass wir damit leben. Und das ist so wie mit jedem Grippevirus auch, mit allen anderen auch. Natürlich darf man das nicht eins zu eins vergleichen, er ist wesentlich aggressiver. Aber wenn man den rein von den Abwehrmechanismen in den Griff bekommt, dann leben wir damit auch gut und kommen wir damit auch zurecht, wie mit vielen anderen Dingen auch. Also ich bin da nicht einer, der da den Kopf in den Sand steckt. Und sehe gut die Perspektive. Zwei Stichwörter, einen einzigen Satz dazu. Wie erklärst du dir das, dass die chinesische Wirtschaft und anscheinend auch das mit dem Thema ja, Infektionen dort, wird es unterdrückt oder gibt es es dort nicht mehr? Das ist in der Tat eine schwere Frage. Also China hat schon auch einen wirtschaftlichen Einbruch gehabt, aber natürlich von einem wesentlich höherem Niveau. Also ich meine, wenn du noch von prognostizierten 11 oder 9% Wirtschaftswachstum 7 verlierst und bist immer noch bei plus 2, das ist natürlich gigantisch. Das wäre für uns ein Wunschtraum, aber die kommen natürlich von ganz woanders her. Wir haben prognostiziert irgendwie 1,4 und landen dann bei minus 5. Klar, sind auch 5, 6% Einbruch oder 7% ist exakt gleich. Also das würde ich vergleichen. Da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass China so einen großen Sonderweg gefahren hat, aber kommen natürlich von einem anderen Niveau. Und also ich mache mir da nichts vor. China, wenn wir nicht gehörig aufpassen, als westliche Welt insgesamt, als Europäische Union gemeinsam mit den Vereinigten Staaten, dann erdrücken die uns gnadenlos. Das heißt, das wird echt ein Kampf der Systeme, übrigens auch der freiheitlichen Systeme, was die Wirtschaft anbelangt. Und was die Inzidenz anbelangt, da lässt sich mit so einer Diktatur wie China echt nicht in den Karten schauen, aber ich denke schon auch, dass da nicht alles, was da offiziell verlautbart wird, wirklich den Realitäten entspricht. Also ich meine, China hat ja schon nach wie vor Übersterblichkeit. Sagen halt andere Gründe, aber die nehmen das halt schlichtweg in Kauf. Ich meine, das ist halt echt ein anderes System und da muss sich keiner vor Wahlen verantworten. Also ich meine, den moralischen Zeigefinger hebt in China keiner, wenn du kein freies Wahlrecht hast und wenn du eine kommunistische Diktatur an der Spitze hast. Das ist da irgendwie dann doch ganz anders. Muss man aufpassen, was man sagt. Nächstes Stichwort, es ist ja die Woche die K-Frage entschieden worden, beziehungsweise bei der CDU, CSU. Persönliche Meinung dazu? Ja, ich glaube, für uns ist es ganz offensichtlich. Für mich als überzeugter Bayer und CSU-Politiker hätte ich mir natürlich gewünscht, dass Markus Söder unser Kanzlerkandidat ist. Aber ich habe auch immer im gleichen Atemzug gesagt, habe das auch immer, darum soll sich das jetzt nicht irgendwie schönrednerisch anhören. Ich habe das auch immer im Vorfeld gesagt. Wir haben eigentlich als Unionsfamilie schon den großen Vorteil, dass wir zwei sehr, sehr starke Ministerpräsidenten an großen Bundesländern an der Spitze haben, beide geeignet sind, Kanzlerkandidat sein zu können. Jetzt gehen wir mit Armin Laschet rein, jetzt schließen wir die Reihen, setzen wir unseren Kampfhelm auf und kämpfen gegen die Linksfront Grün, Rot, Rot, weil die ist ja so drohend wie noch nie zuvor. Das heißt, für dich ist klar, wer Kanzler wird. Also das wäre ja schlimm, wenn ich was anderes sagen würde. Wir kämpfen natürlich für unseren Kanzlerkandidaten und es wäre in der Tat schlimm, das muss man jetzt schon sagen, es wäre in der Tat schlimm, wenn die Union nicht mehr als stärkste Partei aus diesem Bundestagswahlkampf kommt. Das ist schon unser Selbstverständnis. Nur allein das wird ja noch nicht die Wahl gewinnen. Weil ich meine, wenn die Mehrheit für Grün Rot-Rot steht oder für Grün-Rot-Gelb. Also ich meine, der Generalsekretär der FDP liebäugelt ja sehr stark mit der Ampel. Er hat die ja als Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz. Der macht doch keinen Hehl draus. Also so dieser Klassiker, die FDP, die geht gemeinsam mit der Union und die Union stellt den Kanzler. Also diese klassische Regel, die ist schon längst aufgehoben. Das heißt, dieser Bundestagswahlkampf, so leidlich, wie das jetzt für uns sich anhört, da wird es heißen, alle gegen uns. Wir haben jetzt drei Kanzlerkandidaten und sowohl Scholz als auch Baerbock haben gesagt,
Der Hauptgegner ist nun Laschet. Also da sieht man drei Leute vor meinem geistigen Auge und da heißt 2 gegen 1. Also wir brauchen da schon die kugelsichere Weste, um uns da von links und natürlich auch von rechts ein Stück weit, AfD ist da natürlich auch gnadenlos, uns da Abwehrkämpfe zu liefern und unseren klaren Kurs zu halten, nämlich den Kurs zum einen Ausgleich im sozialen Bereich, aber auf der anderen Seite Leistungsgerechtigkeit in unserer Gesellschaft zu haben. Das heißt, wer mehr leistet, soll am Ende auch mehr Geld auf dem Konto am Ende des Monats haben. Das ist der entscheidende Punkt und es wird oft ein bisschen vergessen. Und wenn ich das Grüne Wahlprogramm lese, sorry, wenn ich jetzt nochmal diese parteipolitische Einlassung habe, das ist ja ein Konglomerat an Wünschen, aber nirgends wird irgendwo angesprochen, wer das bezahlen soll. Das ist am Ende der Leistungsträger in der Gesellschaft, der dafür geschröpft wird. Das kann am Ende nicht die Zukunft unseres Landes sein. Das muss man auch ganz offen sagen. Darum darf man da nicht allzu, die nächste Wahl darf man alles andere wie allzu leicht nehmen. Das wird vielleicht sogar die schwierigste Bundestagswahl, zumindest für mich als Unionspolitiker sein. Ich enthalte mich jetzt der Meinung zu Parteien, weil ich will da neutral sein. Ich würde sagen, jeder oder der Bessere soll gewinnen und ich hoffe, dass die dann eine gute Arbeit machen. Ich glaube, in der Zusammenarbeit liegt die Lösung und man muss sich gegenseitig schauen, was wer welche gute Ideen hat, weil ich immer der Meinung bin, wenn wir schon von Diktatur reden, es hat nicht immer nur der Recht, der Stärkere ist, sondern sollten wirklich zusammenarbeiten und gemeinsam an Lösungen arbeiten. Da gehört ein Mix dazu zwischen Wirtschaft, Umwelt etc. Und ich glaube, da kann man schon gut drauf aufbauen. Ich hätte jetzt gern noch einfach ein Danke losgeworden. Ich freue mich, dass du dir heute Zeit genommen hast. Was würdest du als abschließende Worte an die Zuhörer, an den Bund der Selbstständigen, an die Unternehmer noch mitteilen wollen, so als motivierende Worte, als vielleicht außerhalb Kopf hoch und durch, vielleicht deine eigenen so spontanen Worte, wenn es spontan kommen kann? Ja, erstmal dickes, dickes Dankeschön für eure Geduld. Das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt. Für eure nervliche Stärke, für das Durchhaltevermögen. Ich weiß, das hört sich jetzt schon fast ein bisschen so an, Christian, wie du angesprochen hast, aber ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Ich will das auch echt nochmals wiederholen, dass dieser sogenannte German Mittelstand, also der von uns, von den Amerikanern immer propagiert wird. Dort gestern haben wir wieder eine kleine amerikanische Schalte gehabt, weil ich ja selber da in dieser Parlamentariergruppe dabei bin. Die sagen immer wieder, wir würden uns diese Wirtschaftsstruktur Deutschlands wünschen, die ist wesentlich krisenfester. Das hat man schon in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 bis 2010 gesehen. Das heißt kurzum, unsere Unternehmer, unsere Selbstständigen leisten den maßgeblichen Beitrag dazu, welche Lebensqualität wir heute in Deutschland haben. Das war schon in den letzten 70 Jahren so und ich bin ja felsenfest davon überzeugt, dass das auch in den nächsten Jahrzehnten so sein wird. Aus dem Grund weiß ich zumindest als Wirtschafts- und Ordnungspolitiker, wie groß wir das Lob eigentlich aussprechen müssten für all diejenigen, die jeden Tag aufstehen, auch mit ein bisschen Ungewissheit, wie geht es jetzt eigentlich weiter. Wir versuchen von politischer Seite wieder stabilere Rahmenbedingungen zu schaffen, nicht noch weiter abzufordern. Das war wahnsinnig einfordernd für alle Unternehmer dieses Jahr. Und ich sehe aber aus meiner Sicht schon wirklich Licht am Horizont. Ich glaube, die ganz dicke Durchstrecke, trotz jetzt dieser extremen Pandemie, also der Inzidenzsprung, den wir nach oben gemacht haben, ich glaube, der Peak war gestern, zumindest im Landshut und Kelheimer Raum, geht es seit heute wieder runter. Ich bin aber jetzt ganz vorsichtig, weil da gibt es sogenannte Plateaubildungen, wie das immer so schön heißt, von den Virologen. Auf alle Fälle sehe ich schon wirklich gute Perspektive, gute Besserung. Lasst uns aber weiter im engen Austausch sein. Das, was Christian richtig angesprochen hat, es geht da nur gemeinsam. Wir müssen uns echt eng unterhaken, diese Probleme jetzt gemeinsam anzugehen, gerade was Liquidität in den Unternehmen anbelangt, über die KfW. Wir haben ja mit der Überbrückungshilfe 3, jetzt mit dem Härtefallfonds nochmals ein zusätzliches Instrument geschaffen, um diejenigen, die in den vorigen Hilfsmaßnahmen nicht untergekommen sind, jetzt auch noch Hilfe anzubieten. Ich bin gerade mit einem Kinobetreiber in Abensberg in engem Gespräch, um da vielleicht noch eine Chance zu schaffen. Also viele, viele Punkte, wo aus meiner Sicht sagt, wir justieren alles nach, aber das können wir nur mit Zuruf von Ihnen, mit Zuruf von euch. Es geht nicht anders ohne Beratung von außen, ohne die, die es unmittelbar betrifft. Dann braucht man aus meiner Sicht wirklich den engen Austausch. Den sollten wir uns in Zukunft so behalten. Und freue mich natürlich, wenn ich in der einen oder anderen Art und Weise unterstützen kann. Da ist mein Büro, mein Telefonhörer, mein Handy und meine E-Mail-Adresse immer offen für alle möglichen Anregungen und Fragen.
Vielen Dank, lieber Florian. Danke für deine Zeit. Ich wünsche dir viel Erfolg, auch deiner Familie natürlich eine gute Zeit und so viel Zeit wie möglich mit ihrem Papa und dem Ehemann natürlich. Wenn das Haus bauen soweit noch nicht fertig ist, hier haben wir natürlich noch viel Erfolg und wenig Ärger. Ja, ich wünsche dir eine schöne Zeit noch. Bleib gesund und ja, wir sehen uns bald wieder bestimmt. Vielleicht im nächsten Sommer, im nächsten Jahr. Alles Gute, halt die Ohren steif. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Alles Gute, ciao. Ciao.